Ja, es ist Zeit für so ein Video. Nein, Spaß beiseite, natürlich nicht. Aber ja, es ist ein Video wieder, wo nicht geschnitten wird, wo nicht viel hin und her ist und wo ich ein bisschen ruhiger bin als vielleicht in einem anderen Video. Denn heute geht es um Real Talk. Das Format bedeutet also, ich werde zu einem Thema etwas sagen, meine Meinung natürlich und halt eben das Ganze anhand von Stichpunkten, aber kein Skript. Bedeutet also, ich werde hier eben nicht schneiden, will nicht die Sätze perfekt formulieren, weil es geht ja eher um die Grundthematik. Fangen wir einfach mal an. Ja, es geht um den Stand von Yu-Gi-Oh! Selber und von Power Creep, und das sind zwei Sachen, die natürlich sehr begehrt sind, darüber zu reden. Zum einen natürlich Power Creep. Power Creep existiert, das weiß jeder. Und ja, man kann den auf jeden Fall kritisieren. Kommen wir gleich zu. Und das Zweite ist, wie steht es eigentlich im Yu-Gi-Oh! Und wir reden dabei eher über das Metagame. Man kann es allgemein betrachten, wir gehen aufs Metagame ein. Fangen wir an mit Power Creep. Naja, erstmal, Power Creep existiert, das ist klar. Karten werden tendenziell immer spielstärker. Das ist klar, das muss auch so sein. Das ist in jedem Kartenspiel so. Einfach und allgemein in jedem Spiel. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sonst es keinen Grund gäbe, die neuen Karten zu holen oder eben die neuen Decks zu spielen, weil man könnte ja auch einfach sonst die alten Decks spielen, weil die sind ja genauso stark. Und dementsprechend, es macht Sinn, dass die Karten stärker werden, einfach eben aufgrund der Tatsache, dass man dann eben die neuen Decks holt. Das merkt man auch in anderen TCGs, zum Beispiel One Piece ist relativ junges TCG, aber da sieht man auch zum Beispiel, dass dort auch schon der Power Creep existiert und das ist halt auch gar nicht so lange raus. Und bei Yu-Gi-Oh! Das Spiel gibt es schon so lange und selbstverständlich gibt es den Power Creep. Ich meine, beste Beispiele sind dafür Exit-Beschwörungen, die auf einmal dann, wie bei Zodiac, halt eben nicht mehr zwei Monster brauchen, sondern eins, oder Chaos Angel, der sagt, ja, ich bin zwar ein Synchro-Monster, aber du brauchst keine Empfänger in deinem Deck. Und solche Sachen, natürlich ist das Power Creep, definitiv, aber ja, wie ist es zu werten? Und da muss ich sagen, ich bin dafür. Erstens, wir kriegen natürlich neuere Sachen. Cool, also I like neue Sachen. Klar, mal waren ältere Sachen besser, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ey, es ist cool. Ich meine, ohne den neuen Sachen hätten wir nicht so coole Sachen wie Normal Summon Alistar. Geiles Meme auf jeden Fall. Aber auch halt andere Sachen. Es sind verschiedene Deckthemen, die beliebt worden sind, die halt neu sind. Decks, die auf Link-Mechaniken basieren, Decks, die auf Exit-Beschwörungen basieren, Decks, die auf Synchro-Beschwörungen basieren oder sogar wieder auf Ritual-Beschwörungen oder Fusionsbeschwörungen setzen. Dementsprechend, ja, es ist cool, definitiv. Wie gesagt, nicht alles ist das Gelbe von Ei, aber immerhin ist ganz nice. Also das, was Neues ist, finde ich gut, weil ich beschäftige mich gerne mit dem Spiel und fuchs mich auch rein. Und dementsprechend mag ich das. Ich finde es natürlich schade, wenn jetzt gefühlt jede Woche neue krasse Karten kommen, weil dann kann man sich gar nicht eingrooven. Aber generell ist Power Creep, wie gesagt, sinnvoll und finde ich gut. Und vor allen Dingen finde ich es gerade besonders gut, weil wir gerade einen Umbruch erleben. Dieser Umbruch ist einfach, dass der Power Creep krass wird, ohne dass es groß auffällt. Und wie meine ich das? Im klassischen Sinne, weil wir merken es ja alle. Ich meine damit eigentlich, und zwar, früher wolltest du auf ein gewisses Bossmonster hinausgehen. Dieses Bossmonster, da hast du alles für getan. Du hast Karte X beschworen, Y beschworen, Combo, 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 Combo. Hast 10 Minuten mit dir selber gespielt und hast am Ende dann ein Monster gerufen, beziehungsweise meist war es dann so, dass du 3, 4 Monster gerufen hast. Aber nichtsdestotrotz, alles, was du davor getan hast, hast du nur getan, um diese 3 Monster beschwören zu können. Und es hat ewig gedauert. Und denkst du so, ja, wow, mach halt so, leg mir das einfach hin und lass spielen, dann haben wir halt nur eine Minute Zug oder so. Und das passiert gerade. Der Power Creep ist so groß geworden, dass wir eben nicht mehr 2000 Karten brauchen, um dorthin zu kommen, sondern eben nur noch ein paar Karten brauchen, um diese Kombo zu erreichen. Das fällt vor allen Dingen auf bei Combo-Decks, die mit Extra-Deck agieren, denn früher war es so, dass das Extra-Deck nach so einer voll krassen Combo dann einfach nur noch bei 4 Karten war. Also 4 Karten im Extra-Deck. Jetzt macht der Full-Combo. Und am Ende hat er vom Extra-Deck vielleicht 4, wenn es hochkommt, 6 Karten benutzt. Also er hat noch diverse Karten im Extra-Deck zur Verfügung, was zeigt, dass weniger Karten mehr machen. Das ist natürlich ein ganz klares Zeichen vom Power Creep, aber ich finde es gut. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eben nicht warten muss, bis er durch sein ganzes Extra-Deck durchgegangen ist, sondern einfach eben dann, ja, er ruft halt 2, 3, 4 Extra-Deck-Monster, eins davon extendet nur, eins davon macht die Combo weiter. Und dann passt das. Fertig. Also man merkt schon, geht ein bisschen runter mit den Karten, was ich halt an sich gut finde. Wie gesagt, das finde ich gut. Problem an der Sache ist, wir haben jetzt halt die Abschwächung, dass halt eine Karte das ersetzt, was viele Karten gemacht haben. Ja, bloß wo kommen wir da hin beim nächsten Power Creep Stufe? Also da muss man wieder aufpassen, weil dann wird es ja wahrscheinlich wieder sein, dass wir wieder das Gleiche haben. Viele Karten, wieder zu einer Karte und dann wieder so weiter. Und dann irgendwann sind Karten irrelevant. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte.
Also da muss man aufpassen, die Zukunft kann eben sehr gefährlich werden. Klar, muss ich halt zugeben, definitiv. Aber was noch ein guter Punkt ist bei Power Grip, den ich natürlich erwähnen muss, den man nicht vergessen darf, ist einfach, dass der Power Grip sich auch verändert hat. Denn insgesamt wird das Spiel interaktiver. Die gepowerten Karten sagen nicht mehr einfach nein, nein, sondern die Karten sagen, mach das und das, mach das und das. Was sehr cool ist, definitiv. Also ich mag die Wende. Es gab ja auch mal so einen Bericht, dass die Investoren bei Konami gesagt haben, ey, das Spiel ist langweilig, mach das mal interaktiver. Und ja, es wird interaktiver. Definitiv wird es interaktiver. Klar, wir haben noch Omni-Negates, definitiv. Man müsste sonst die Karten auch alle bannen. Aber generell die neuen Karten haben gar nicht mehr groß diese Negation. Entweder sind es themeninterne Negation, das bedeutet, ihr müsst was mit themeneigenen Karten haben. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, okay, wir nehmen einfach die letzten 10 Negates-Karten, die letzten Jahr rausgekommen sind, packen die in Deck, fertig. Das kannst du natürlich machen, aber es funktioniert eben nicht mehr, weil es eben primär themeneigene Negates sind. Und das ist natürlich schon mal was sehr Gutes, ne? Also von daher ist das ein guter Punkt, weil ich finde, Interaktionen sind cool, das macht Yu-Gi-Oh! Aus. Man interagiert eben und das ist halt was Schönes. Wir haben hier nicht mehr dieses Full Negate Board und ja, Ausnahmen besteht in die Regel, aber wir haben eben nicht an sich Full Negate Boards. Die Metadecks, die existiert haben, sind komplette Interaktion und das ist ein guter Schritt. Und ja, natürlich ist das auch eine Art von Power Creep, weil es ist krass, dass ein Omni-Negate-Board, also was viele Negates hat, quasi schwächer ist als Interaktionen. Das liegt einfach eben aufgrund der Effektivität, habe ich ja schon gesagt. Weil es einfach konstanter ist, also es ist leichter zu beschwören, es ist konstanter zu beschwören. Und wie gesagt, du verbrauchst nicht so viele Ressourcen, was halt auch ein Vorteil ist. Ja, aber weiter. Da sind wir nämlich beim Thema Interaktivität und da schwimmen wir jetzt rüber vom Power Creep zu eben dem Stand von Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Ist als solches sehr interaktiv geworden. Wir blicken mal ein bisschen zurück, gerade bei Tier Zero Format, Tier Elements. Und ja, was war da? Es war das interaktivste Game überhaupt. Klar, man hat im Zug 0 schon mit den Gegnern gespielt, also beide haben gespielt. Beide haben irgendwie Mill 20 gehabt, Chainlink 10 und da musste man das Ganze resolven und das halt im Zug 0 quasi, also der eine war noch gar nicht dran, aber trotzdem haben beide effektiv miteinander gespielt und wir hatten hier dann eben ein ultra interaktives Format, vor allen Dingen brauchte man viel Gehirnschmalz, um dann die Chainlinks halt sinnvoll zu setzen, aber nichtsdestotrotz, es war ein interaktives Spiel. Alle Leute haben sich immer beschwert, ich will kein Voll-Omni-Negates-Board, ich will nicht Break-My-Board-Decks haben. Ja, stattdessen hast du, wir spielen die ganze Zeit miteinander. Also, ich will aber meinen ersten Zug auch eigentlich was spielen können. Ist ja unfair, wenn mein Gegner mit mir spielt. Ich möchte schon alles bauen können, wie ich es möchte. Ja, Leute, entscheidet euch. Man kann immer kritisieren, A oder B. Ich bin aber der Meinung, dass die Grundzüge von Yu-Gi-Oh! Interaktionen sind und dementsprechend auch eben Turn-0-Decks, also die schon im ersten Zug mit dir spielen, Interaktionen sind. Und das ist gut, solange das eben nicht dann nein, nein, nein kommt. Also generell sind so Interaktionen gut, Leute. Ja, natürlich, der Power Creep ist da. Und ja, früher hat diese Interaktion halt erst im zweiten Zug stattgefunden oder im dritten oder im vierten Zug stattgefunden. Aber wir haben sie jetzt eben im Zug 0 bzw. Zug 1. Beide können mitspielen und das ist halt die Entwicklung. Das Spiel ist noch schneller geworden, dementsprechend ist das halt so. Aber das Grundprinzip von Yu-Gi-Oh!, dass man miteinander interagiert und spielt, ist halt da und das ist halt cool, also finde ich. Und genauso das Thema Handtraps machen wir gar nicht groß auf. Da gibt es hunderte Videos zu, 100 Leute, die sich aufregen, 100 Leute, die dagegen argumentieren. Leute, Handtraps sind auch Interaktion. Es macht nur keinen Spaß mehr einfach, wenn du deine 100 Handtraps wirfst und der immer noch das Endboard liegt. Verstehe ich, das ist frustrierend. Aber dennoch habt ihr A, mit den Gegnern interagiert, vielleicht nicht so, wie ihr es wolltet, aber B, ja, das ist halt das Problem. Es ist das Problem des Decks, nicht die Interaktion. Und wie gesagt, und das ändert sich ja auch. Also, wie gesagt, Handtraps tun wieder was. Wir gehen immer wieder weiter hin zu Handtraps, Interaktionen. Und auch hier zeigt sich einfach eben die Vielfalt. Du willst nicht auf dein Baroness unbedingt gehen als Omni-Negate. Du musst nicht in dein Savage Drain gehen, wo du vorher noch einen Link-Monster beschworen hast, um den Negate zu haben. Nein, du rufst einfach Monster, wirst interrupted, dann rufst halt ein anderes Monster, was eine Interaktion hat. Klar, die Interaktion ist gut, aber es geht einfach, dass du Interaktion hast. Zum Beispiel SP Little Knight. Du machst einfach dein Board, wirst aufgehalten. Ah, verdammt, ey, ich kann nicht machen, was ich will. Ah, egal, bevor ich hier passe, gehe ich noch in SP Little Knight und pass. Hab eine Interaktion. Und ja, na, vielleicht ist die Interaktion genug, aber ja, da muss man über das Deck nochmal reden, was du spielst. Aber generell ist es interaktiv. Und das finde ich gut. Und es gibt halt eben diese Interaktion, das finde ich gut. Und ja, jetzt kommen wir zu den Ausnahmen. Ja, es gibt Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel noch den Synchro, das Synchro Calamity, was ist Manadium oder jetzt auch, oh, ich
habe Kronk auf den Decknamen nicht. Egal, Synchro-Decks auf jeden Fall können halt auf den gehen. Du darfst nicht spielen. Das ist scheiße, Leute. Das ist scheiße. Und ja, es gibt noch Probleme. Definitiv. Es gibt Probleme, aber ich denke mal, im Grunde genommen stimmt die Richtung. Und das ist es. Man muss ja sagen, diesen Lock gibt es. Der Lock ist unfair. Calamity ist Müll. Muss verboten werden aus meiner Sicht. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht das Top-Tier-Deck. Es gibt durchaus Decks, die ab und an wieder damit toppen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist nicht das größte Problem, was wir haben. Wie gesagt, aus meiner Sicht trotzdem Ban, sicher ist sicher. Aber ja, ist es halt eben nicht das Deck überhaupt. Und ich finde, die Richtung ist richtig. Und das ist halt das Ding. Es macht ja nur Spaß, wenn man merkt, es ist ein Fortschritt da. Es ist eine Veränderung da. Wir gehen voran. Und ich finde einfach eben, die Richtung stimmt. Es geht immer mehr zur Interaktion, was ich gut finde, weil das ist der Grundsatz von Yu-Gi-Oh! Ist interagieren. Und dass eben Locks oder eben so Nineboards halt immer weniger werden. Ich vermute mal, dass man es ganz ausmerzen nicht kann, weil da können wir gerade ein Paradebeispiel. Wie man zur Pendulum. Pendulum ist so, also jetzt allgemein so Pendel, Shuffle, Kombo-Haufen. Es ist genau das. Wenn du nicht interrupted wirst, wenn du keine Interaktion hast und du machen kannst, was du willst, dann legst du das krankeste Board ever hin. So. Das krankeste Board ever. Und der Gegner kann dazu 99% nicht durchspielen. Denkst du, boah, Pendulum muss ja das krasseste Deck überhaupt sein. Tier Zero. Ja, ist halt nicht. Weil erstens, Going Second funktioniert das Ganze nicht. Ist ein Problem. Going Second müssen Decks nämlich auch funktionieren. Und zweitens, ja, eine Karte reicht, um das Ganze aufzuhalten. Ist halt ein bisschen anfällig. Ihr merkt, man kann immer darstellen, es gibt noch ein FDK. Leute, FDK, Yu-Gi-Oh! Ist kaputt. Ja, Leute, es wird immer irgendeine kranke FDK-Kombo geben, die aber dermaßen inkonstant ist, die perfekte Hand nur funktioniert, wenn du deine 10 Bricks nicht ziehst. Und es ist sehr unwahrscheinlich, aber hey, wenn du es dann einmal hast, dann hast du safe gewonnen. Glückwunsch. Also das wird es halt geben. Wie gesagt, die Richtung ist entscheidend. Und wie gesagt, Calamities, bannt diese dumme Karte bitte. Genau, und da sind wir auch bei dem Thema mit allgemein, wie gesagt, Calamities ist an sich ein Problem, aber nicht so groß präsent. Und da merkt man wieder, man kann immer was kritisieren. Wenn wir, das Problem ist, bei Meta kann man halt immer grundsätzlich was kritisieren. Man kann sagen, die Kombo ist zu effektiv, das Bossmonster ist zu stark. Die Karte ist zu unfair. Das macht nichts gegen Handtraps. Da muss man shiften, da muss man Breaker-Karten spielen und so weiter. Also man kann das immer, man kann irgendwas schlecht drehen. Was hat einfach einen Grund? Die Meta sind die aktuellen besten Decks. Und wenn man jetzt sagt, die Decks sind doof, dann können wir die alle bannen. Dann bannen wir alle Meta-Decks. Was Spoiler Alert, es wird dann eine neue Meta geben. Der Meta ist einfach nicht die Decks, die gerade da sind. Also nicht jetzt, keine Ahnung, Pearly ist gerade Tier 1, dann ist Pearly Meta. Also nicht Pearly gleich Meta, sondern Meta sind einfach nur die Decks, die dann eben die besten sind. Das kann halt auch Gladiatorengeheuer sein, das kann halt auch irgendwas anderes sein. Also es kann alles sein. Es ist halt einfach nur die besten Decks. Und wenn du eben die aktuellen besten Decks tötest, dann wird es neue beste Decks geben. Wenn du die auch tötest, wird es neue beste Decks geben. Wenn du die tötest, wird es neue beste Decks geben. Das ist normal, das ist Optimierung. Jeder möchte das beste Deck spielen. Und dementsprechend wird es immer eine Meta geben. Die wird natürlich immer anders aussehen, immer unterschiedlich, definitiv außer Frage. Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, es wird immer eine Meta geben und man kann dort auch safe immer irgendwas kritisieren. Das eine Deck ruft sein Bossmonster mit 2 Karten, das andere mit 3 Karten. Dann ist ja das eine irgendwie unfair, dass das so gut ist. Also du kannst immer was kritisieren. Wir müssen dabei Maß bleiben. Du musst halt einen Grundsatz haben, was willst du kritisieren? Und es zeigt sich einfach, dass die Community selber immer halt einfach das hatet, was da ist. Wie gesagt, wir haben das interaktivste Format der Welt. Scheiße. Wir haben ein Full Negate Board. Scheiße. Wir haben weder noch. Scheiße. Also ist es immer scheiße. Leute, chillt. Ihr müsst euch auch einigen, was ihr wirklich blöd findet. Wie gesagt, ich finde Interaktion gut und das ist wichtig. Ja, wie sieht es denn generell mit dem Stand aus? Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden eigentlich mit dem Stand. Wie gesagt, die Richtung stimmt. Finde ich gut. Und generell finde ich es gut, dass man zurückgeht auf Interaktionen. Bedeutet aber, das Spiel wird komplizierter und schwerer, was natürlich für Einsteiger die Einhürde noch schwieriger macht. Verstehe ich, dass das ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube, das ist der Kompromiss, den wir fahren müssen. Wir müssen das Spiel halt schwieriger machen, um es wieder interaktiver zu machen und auch wieder attraktiver zu machen für Leute, die es spielen. Klar, für die reinkommen wird es dann noch schwieriger, gefühlt Lebensaufgabe, aber that's the way. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Downside, die wir eben damit leben müssen. Und ja, was ist meine Kritik? Wie gesagt, Bandkarten wie King Calamities oder ähnliches. Aber man kann sagen, die Meta ist gerade sehr breit. Zu breit. Und da sind wir wieder bei der Thematik. Ja, Leute, was wollen wir eigentlich?
wenn nur zwei Decks Meta sind, dann so, ja, die haben wir schon so oft gesehen, ist todlangweilig. Wenn wir viele Decks haben, boah, es sind so viele Decks, wir können uns nicht darauf einigen. Man muss sich da eigentlich festlegen, was man will und dann das kritisieren, wenn das eine halt eben eintrifft, weil mit einem musst du eigentlich zufrieden sein. Gefühlt ist man mit beiden nicht zufrieden. Ich persönlich, das ist natürlich, das geht die ganze Zeit um persönlich, finde halt eine etwas schmalere Meta cooler, so 5 Decks, dann kann man sich auf alle vorbereiten. Bis jetzt ist gerade echt Lotto spielen. Du hast ein Deck, sagst, boah, voll gut, Side-Deck, bereiten uns dagegen vor und dann passt das schon. Und dann sagst du, ah ja, ich habe gegen das Deck noch gar nichts, gegen das Deck auch nicht, gegen das Deck auch nicht, gegen das Deck auch nicht. Und dann so, ja, das spielt ja kaum jemand. Und dann trittst du auf ein Event gegen 10 Runden, 10 verschiedene Decks und denkst du so, wow, ey, Side-Deck war komplett Müll. Die Matchups, die nicht so gut sind, aber die halt nur 1% der Leute spielen, habe ich abbekommen. Ja, ist halt Lotto ein bisschen, ne? Definitiv ist das Lotto. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, ist halt zu breit. Das hast du natürlich nicht bei einer schmaleren Meta, weil dort kann man sagen, ey, es gibt 5 Decks, 2 Backrow-Decks, 3 Control-Decks. Dann packst du im Side-Deck halt dementsprechend Karten rein. Fertig, ne? Dann hast du gegen alles abgedeckt. Aber du kannst faktisch kaum alles abdecken gerade, was natürlich schwierig ist. Man sagt ja immer, Pros mögen ein Tier-0-Format am liebsten, weil dann ist der Spielskill entscheidend. Und Anfänger mögen lieber eine breite Meta, weil du kannst alles spielen. Ich glaube im Großen und Ganzen, ich finde es okay, wenn es immer hin und her schwankt, dass man hat mal eine breitere Meta, mal eine schmalere Meta, mal eine breitere Meta. Das ist okay. Ich glaube, so ist jeder bedient. Dann kann man sagen von mir aus auch phasenweise, ey, gerade ist das Spiel für mich nicht so attraktiv. Ich warte wieder, bis die Meta schmaler oder breiter wird. Ja, ich meine, ist ja halt eigentlich cool, dass die Meta breiter ist, weil an sich ist das ja schon freundlich für alle, weil natürlich ist es blöd, wenn man sagt, ey, ich habe hier so ein Deck, das finde ich cool, kann ich spielen? Die Antwort ist, nein, du darfst nur die 3 Decks spielen, der Rest ist scheiße. Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt gerade ist eher so, ja, also es gibt genug Decks, die gut sind, kannst du spielen, kannst sogar theoretisch eine YCS mitgewinnen. Und ja, es gibt da noch ganz viele, die noch breitere Masse Decks, die sind halt nicht Top-Tier. Aber ey, du wirst sicher damit den ein oder anderen Win holen, weil die Meta ist eh so breit, kein Mensch kann sich auf dich vorbereiten. Weil das ist auch natürlich noch ein Problem von einer dünneren Meta, also die halt nicht so viele verschiedene Decks hat. Oft ist natürlich so, dass dann zum Beispiel etwas gesided wird gegen eins der Top-Tier-Decks, was dann aber auch automatisch schon Side-Deck-Karten sind gegen eben Tier 2 oder 3 Decks. Und dadurch haben die Decks natürlich gar keine Chance oben mitzuspielen, weil eben die Side-Deck-Karten automatisch gegen sie auch ebenfalls sind. Und natürlich nicht so breiten Meta boardet man alles gegen diese Top-Tier-Decks und hat dann eben gegen die Tier 2, Tier 3 Decks nicht mehr so viel. Klar, das Deck, also das Tier 1 Deck ist generell dem Deck überlegen, aber halt nicht, dass man gar nicht gewinnen kann. Dementsprechend ist das dann natürlich dann so eine Sache. Wir merken, ich verliere mich schon wieder in Details. Man kann, wie gesagt, immer was kritisieren, das ist Fact und natürlich geht es definitiv besser. Aber wir müssen mal ehrlich sein mit uns. Im Großen und Ganzen ist die Richtung richtig, aus meiner Sicht. Das kann natürlich sein, dass du eine andere Meinung hast, aber generell ist die Richtung eben richtig. Ich habe nur Angst wirklich, dass das Ganze eben wieder aufgrund des Power Creeps dann in 3, 4, 5 Jahren auf jeden Fall komplett überhand nimmt und das alles, was ich hier sage, ich sitze dann hier wieder und sage, ey Leute, Yu-Gi-Oh! Ist gerade an einem grausamen Stand. Aber generell gerade finde ich, es ist ein super Schritt. Also die Richtung stimmen, ich freue mich, es macht mir Spaß. Ich habe mehr Spaß denn je an Yu-Gi-Oh!, was halt unglaublich cool ist. Nach so vielen Jahren habe ich wirklich Bock, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Macht unglaublich Spaß und das ist was Gutes, finde ich. Das ist was sehr Gutes für mich. Wie gesagt, bestimmt haben wir den einen oder anderen verloren dabei. Aufgrund des Weges jetzt auch, wie die Meta war und so. Aber das ist, wie gesagt, hier meine Meinung. Jetzt bin ich gespannt, was ist eure Meinung? Denn ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin mit der Meinung, aber ich bin safe auch nicht der Einzige. Also es gibt bestimmt auch andere Meinungen und die interessieren mich wirklich. Bitte argumentiert mal wirklich, also wirklich gut. Nicht einfach so, ja, scheiße. Das ist keine Argumentation, Leute. Also wieder, lasst es mir einfach mal wissen, dann lesen wir mal durch und vielleicht gibt es ja nochmal einen anderen Blickwinkel, den ich jetzt vielleicht hier ausgelassen habe. Kann ja definitiv sein. Wie gesagt, ich habe hier kein Drehbuch, ich habe hier einfach irgendwelche Stichpunkte und ja, an denen halte ich mich so ein bisschen. Das war's. Also hier ist kein Skript, hier ist keine exakte Wortformulierung. Das ist ja auch Sinn des Formats. So, Leute, ich wünsche euch jetzt aber einen wunderschönen Tag und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.